So, Leute, da sind wir beim nächsten Commander Legenden Booster. Diesmal wieder eine etwas weitere Sicht. Und ja, Pre-Release war jetzt am Wochenende, vorletztes Wochenende, warte, letztes Wochenende, wir haben Dienstag, vorletztes Wochenende, ja. Und es war einfach nichts. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwie online gespielt habt, ich nicht. Deswegen packe ich jetzt Booster auf und gucke mir die Karten an. Wir haben ein Universal-Lösungsmittel. Oh, Säure genannt. Ein Mana-Artefakt, 7 Mana tappen, opfern, man opfert das Ding und zerstört eine bleibende Karte unserer Wahl. Begüterter Seemann, 3 Mana 1, 4, wenn er ins Spielfeld kommt, kriegt man einen Schatzspielstein. Das ist ein Artefakt, das kann man tappen, opfern, um Mana-beliebige Farbe zu erzeugen. Drachenei, das habe ich ewig nicht mehr gesehen. 3 Mana 0, 2 Verteidiger, wenn er stirbt, kriegt man 2/2 roten Drachen mit Drachenfähigkeit, haben wir es früher mal genannt. Für ein rotes kriegt er +1/+0. Gabe der Biotronik. Okay, 4 Mana Spontanzauber, legt eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur eurer Wahl. Lege dann eine +1/+1 Marke auf jede Kreatur, die du kontrollierst, die bereits mindestens eine +1/+1 Marke hat. Uff. Malfeld, Zwillinge, 6 Mana 4/4, wenn der stirbt, erzeugen wir 2/2/2 Zombie-Kreaturenspielstand. Himmlisches Geschenk, 2 Mana verzaubert eine Kreatur, wenn es ins Spiel kommt, ziehen wir eine Karte. Die verzauberte Kreatur hat Flugfähigkeit. Aufsteigender Slith. 3 Mana 1/1 fliegend und immer wenn er dem Spieler Kampfschaden zufügt, kriegt er eine +1/+1 Marke. Immer in der Weite, tappen, opfern und man kann sein Deck am Standardland durchsuchen und es getappt ins Spiel bringen. Spähende Augen, 6 Mana, Spontanzauber, ziehe 4 Karten, wirft dann 2 Karten ab. Das ist ein heißes Artwork, hinten mit dem, mit dem Ajani, 3 Mana, Spontanzauber, eine Kreatur eurer Wahl, die ihr kontrolliert, fügt einem anderen Ziel Schadenspunkte ihrer Stärke zu. Wow, für ein Mana weniger müsst ihr die Kreatur opfern. Das ist stark. Das ist auch ein Reprint. Dorn der schwarzen Rose. 4 Mana 1/3 Death Touch. Und wenn sie ins Spiel kommt, wird man Monarch. Wächterspinne. 5 Mana 4/4 Wachsamkeit. Reichweite. Filigraner Vertrauter. 3 Mana 2/2. Wenn er ins Spiel kommt, erhält man 2 Lebenspunkte dazu. Und immer wenn er stirbt, zieht man eine Karte. Blitzkanonenmannschaft. 3 Mana 0/5 Tappen. Fügt jedem Gegner einen Schaden zu. Wenn man einen Piratenzauberspruch spielt, kann man ihn tappen. Handelspiraten. 4 Mana 2/4, immer wenn der oder ein anderer Piraten eure Kontrolle ins Spiel kommt, tappt ihr bis zu eine Kreatur eurer Wahl. Sie enttappt nicht während des nächsten Enttappsegments. Nee, sie enttappt nicht, solange man den kontrolliert. What? Wow, ist das stark, weil wenn man den hat, tappt man erstmal eine und dann legt man noch so 1, 2, 3 andere Piraten und tappt noch mehr Sachen weg und die bleiben einfach getappt. Unangreifbare Tugend. 2 Mana Kreaturenspielsteine, die kontrolliert Alten +1/+1 in Wachsamkeit. Unsere erste Rare ist Versprochenes Morgen. 3 Mana Verzauberung. Immer wenn eine Kreatur stirbt, schicke sie ins Exil. Also von uns stirbt. Und zu Beginn jedes Endsegments, falls man keine Kreaturen kontrolliert, wird das Ding geopfert und man bringt alle Kreaturen aus dem Exil, die durch sie ins Exil gelegt werden, unter eure Kontrolle wieder ins Spiel zurück. Bombenkarte. Als nächstes haben wir Captain Vargos Wrath. 2 Mana 1/1, legendäre Kreatur Ork Pirat. Und immer wenn er angreift, erhalten Piraten, die du kontrollierst, für jedes Mal, dass du in dieser Partie einen Kommandeur aus der Kommandozone gewählt hast, +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Immer wenn er angreift, verwirrt. Dann haben wir noch Numo Yoragar Häuptling. Das ist ein Partner. 3 Mana 2/2 zu Beginn des Kampfes. In jedem Zug kannst du Doppel X bezahlen, wenn du das Tierslege +1/+1 Marken auf eine beliebige Anzahl an Elfen eurer Wahl. Okay. Und unsere Foil ist ein Moosdiamant in Foil. Das ist hübsch. Kommt getappt ins Spiel, erzeugt ein grünes und Monarch-Token. Das in Foil ist hübsch. Aber es war ein eher schwächeres Booster. Was habt ihr so gezogen? Schreibt es mir in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksit. Ciao, ciao.